Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Madison. Ich hatte eigentlich richtig Bock auf diese Aufnahme, bis mir eingefallen ist, dass ich mit Granny hier im Keller hocke. Eingesperrt, keine Tür mehr da. Aber never mind. So, sie ruft uns schon. Wir müssen ja die Crowbar finden. Das werden wir tun. Dann ziehen wir die Granny durchs Gesicht. Crowbar, wenn ich das hier im Dunkeln lasse und ich würde hier im Dunkeln rumsteppen, dann kann ich sie nicht sehen. Ne? Oh, nicht zum Licht gucken. Ich brauche Licht. Okay, also wir suchen die Crowbar. Ich packe mir selbst ein Dunkel in die Hose. Das ist nicht wahr. Hier können wir ein bisschen weiter gehen. Wir folgen der Granny wieder. Vielleicht gibt die uns einen Tipp. So, irgendwo hier im Basement, also im Keller, ist irgendwo die Crowbar. Und die gilt es jetzt zu finden. Und ich denke mal, dass wir mit der Crowbar dann diese zwei Bretter, das war dann das nächste, was ich machen wollte, so. Ach, das war nur ein Schatten. Ich dachte gerade, da war ein Fuß drunter oder so. Und dann würde ich gerne als nächstes direkt nach oben gehen und gucken, ob wir die... Wir gehen hier lang. Ob wir diese beiden Bretter gelöst kriegen. Wir haben ja eins auf dem Dachboden und eins da, wo wir diesen Schlüssel hierher haben. Ach, der ist gar nicht so groß hier, der Raum, ne? Hier haben wir noch ein Regal? Können wir auch nicht drum rum, ne? Nee. Ich gehe jederzeit davon aus, dass die hier auftaucht. Die ist hinter mir, ne? Aber ich bekomme hier jetzt auch keine Vision, dass ich hier irgendwas hätte nehmen können. Du alte Schrapnulle. Boah, ich hasse es, wenn sie das macht. Ich bin doch hier schon... Shut up. Ich bin doch hier schon easy im Kreis gelaufen, oder nicht? Ist die Crowbar vielleicht weiter oben? Ah, hier kann ich noch hintergehen. Nein. Wo ist denn... Ich kann hier nochmal zwischen die Regale. Wo ist denn hier diese Crowbar? Hier haben wir noch ein bisschen Regal im Dunkeln. Vielleicht muss ich auch, wie letztes Mal, als wir im Brunnen waren, diese ganzen Jumpscares und das alles über mich ergehen lassen, damit ich die Crowbar kriege. Ist im Basement. Es wäre natürlich möglich. Also ich bin noch hier easy im Kreis. Oh Gottes Willen! Warte mal. Wofür ist denn das gut? Ich kann die Lampe fotografieren. Okay, das bringt nichts. Ja. Ich kann die antippen. Aber ich sehe nichts. Ah, wow. Damit ich Licht im Raum habe, oder was? Der Raum hat sich verändert, oder? Gut. Wir haben hier ein Safe. Mal gucken, was wir da kriegen. Crowbar? Nö. 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 Was habe ich denn im Inventar? Wir hätten den Schädel, wo ich noch nicht weiß, was wir damit anfangen. Den Hammer. Ich weiß nicht, ob ich den Schädel vielleicht erstmal aussortieren sollte. Obwohl ich verlieren ja nicht, ne? Wenn ich hops gehe. Wir haben noch 5 Slots frei. Ja. Ja, komm. Nein. Wurde der Raum heller oder ist der sortierter? Wieso tue ich mir das an? Warum eigentlich? Wieso will ich dieses Spiel unbedingt durchspielen? Muss mir doch mal einer verraten können. Hier ist die Crowbar. Merci. Wie komme ich denn jetzt hier wieder raus?
verblüffe mich. Ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen länger dunkel. Kakerlaken und ein Arsch voll Fotos. Sind das die Fotos, die ich jetzt alle geschossen habe? Nee, ne? Oh Gott, Maria. Ach, du altes Wunderwerk. Ich verstehe schon. Muss ich die jetzt jedes Mal fotografieren? Also die Musik wird auf jeden Fall hoffnungsvoller, was den Ausgang angeht. Muss ich der folgen? Nee, die ist ja schon wieder. Also ich fotografiere die jetzt die ganze Zeit, bis die Oma mich erschreckt, ja? Ich hätte mal so ein Foto entwickeln sollen. Ah, du Alter. Ey, man rechnet, man weiß, dass das passiert. Man rechnet damit. Aber es haut einen weg. Es haut einen von den Socken. Ich sag's, wie es ist. Cool, Fragezeichen. Habe ich jetzt wieder meine Ruhe? She doesn't show in the photos. Somehow the photos of her. They burned. Das ist dir aber früh aufgefallen. Übrigens, da hinten ist die Birne kaputt gegangen. Ah. Ah, cool, jetzt geht sie wieder. Flackert nur ein bisschen. Das sieht so anders aus. Macht das die Beleuchtung? Oh, die Olle ist jetzt hier, oder? Ich bin nicht mehr alleine in der Bude, oder? Die geistert jetzt hier wieder rum und versucht hier das Gute aus mir auszutreiben. Kann das sein? So, erstmal gehen wir hier auf den Bot. So. Das geht nicht. Ich hätte jetzt echt... Was brauche ich denn da? Einen Bolzenschneider? Okay, dann können wir ja einmal zu der Holzdiele gehen. Die müssten wir doch ausgehebelt kriegen, oder? Ist ja auch irgendwas drin. Aha. Rein theoretisch, ne? Es passiert ja überall auf der Welt, jeden Tag, könnten wir die Crowbar nehmen, einfach die Türen aufbrechen und uns verpissen. Aber Luca ist ein ganz braver. Der bricht nicht mal bei seiner eigenen Oma aus. Jetzt haben wir hier einen Ring. Können den nehmen? Ich weiß nicht, wofür der gut ist. Ein Ring. Schädelring. Müssen wir so einen Altar machen? Quasi. Also so eine Opfergabe vom Prinzip. Jetzt hätte man den Typen am Telefon besser zuhören müssen, ne? I need to get out of this fucking house. Na, na, na. Das sagt man aber nicht. Mhm. Ich muss viel zur Beruhigung trinken. Ja, das habe ich mir gedacht. Warum ist da ein Auge? Ein Auge unterm Stuhl. Ich weiß ja nicht, wo wir da denn hinkommen. Wollen wir das erst machen oder wollen wir sagen, wir gehen erst auf den Dachboden? Wir gehen erst auf den Dachboden. Wir holen uns noch das, was in der anderen Diele ist. Nachher... Kommen wir nicht zurück? War das die Tür hier? War die offen? Ist die gerade zugegangen? Da ist immer noch dunkel drin, ne? Okay, wir inspizieren erstmal die andere Holzdiele und dann gehen wir zum Stuhl. Lalalalala. Machen wir Omas Haus kaputt hier. So. Gib mir was Gutes. If you find this, do not listen.
Wenn du das findest, hörst dir nicht an? Okay. Ich sollte mir das anhören. Also es macht mich jetzt neugierig, was auf diesem Tape zu hören ist. Aber ich weiß nicht, ob es denn schlimmer wird. Vielleicht machen wir erst den Stuhl. Erst den Stuhl, dann das Tape. Ich bin mir ja nicht sicher, ob Oma hier erscheint, wenn wir das Tape gehört haben. Bleibt immer noch zu. Aber die Tür hat doch... Die ist doch eben zugeknallt. Also es hat sich so angehört, als wäre es... Nee, das war die Tür. Aber warum? Ich bin doch hier alleine im Haus. Also, wenn man das alleine nennen möchte, aber... wir gehen einfach mal hier lang. Wir sollten zum Stuhl. Wir tun, was der Dämon möchte und dann haben wir unsere Ruhe. Ne? Er ist glücklich, wir sind... Also, er hat seinen Willen, wir haben unsere Ruhe. Oh, ab zum Stuhl. Ach Mensch, hier lang. Where did these come from? Das ist eine gute Frage. Es tut mir leid, aber das Bild möchte ich tatsächlich für ein Thumbnail haben, ne? Wunderbar, dankeschön, Leute. Schön, dass ihr mitgemacht habt. Hier ist jetzt noch ein Schlüssel. Und ich kann hier... Ah, dann haben wir noch einen Schädel. Aber ich sollte das vielleicht erstmal nehmen hier, ne? Interact. So. The body exchange ritual? Ja, wollte ich auch gerade vorlesen, aber mach mal. I need to put an end to this. Sentimental object. Seventh sacrifice. Two bodies. A guest and a host. Menschliche Asche. Hm. Darf ich mir davon was aussuchen oder darf ich mir das nur angucken? Ich will da gar nichts von drücken, da. Ich nehme erstmal den Schlüssel. Der ist für die Haustür. Hasta la vista, Baby. Das war's hier. Das ist doch der da. Ja, it's locked, aber ich kann doch... Habe ich nicht unten schon... Ah, nö, ich habe letztes Mal ich oben aufgeschlossen. Lala. This is from Grandma's diary. Ich hasse es, wenn Albert nachts arbeitet. Einmal ist es dunkel geworden. Und es ist, als wenn die Welt sich dreht, also so upside down, also hier flippt, ne? Da sind knacksende Geräusche überall im Haus und das Haus. Ich weiß, meine Sicht wird schlechter, aber gestern habe ich mich in meinem eigenen Haus verlaufen. Und das ist nicht wegen meiner Sicht. Die Räume... Nein, die Tür ist jetzt nicht ernsthaft zugegangen. Ich habe doch noch gar nicht den Schädel in Marias Schale gepackt. Die Räume verändern sich, also bewegen sich. Ich konnte nicht mal mein eigenes Schlafzimmer finden. Wir sind nicht sicher hier. Nicht mehr. Nicht mit diesem Ding, was um uns herum lebt. 16. Juni 72. Also, Albert wurde ein bisschen patzig, weil sie überall Kerzen angezündet hat. Aber sie ist der Meinung, das Licht beschützt sie. Ne, die Tür ist auf. Cool. Wir gehen da noch nicht runter. Geh mal weg. Ich würde tatsächlich gern noch den Kopf wegpacken und ein Foto machen. So. Aha. Das sind ja jetzt soweit
Das sind ja jetzt, bis jetzt sind das ja die Opfergaben, sag ich mal, die wir gefunden haben, ne? Also alles persönliche Sachen. Wir können halt das komische Amulett nicht mitnehmen. Aber die bluten. Lol, oder nehme ich das? Sieht ja auch krass aus, ne? Die bluten jetzt. Aber wir haben halt noch nicht alles und dieses Buch können wir nicht mitnehmen. Gut, dann warten wir mit dem Buch noch. Ich denke mal, wir müssen alle vier Sachen finden, damit wir den Dämon bezwingen können und hier wegkommen. So, den haben wir gelesen. There must be something useful here. Ja, die Kneifzange, ne? Ja, habe ich mir gedacht. Und eine Tischkreissäge. Aber die kann ich nicht anmachen. Hätten wir jetzt unseren Kopf reinhalten können, damit der Spuk hier ein Ende hat. Warning? Nö. Okay, also... Nee, der kommt auch runter. So. Und da ist auch noch so ein Kasten. Den erraten wir doch auch noch, oder? Erstmal hier ein paar Fotos machen. Vielleicht ist ja hier irgendwas. Oder auch nicht, ne? Wobei, hier ist ja dieser komische Vent. Oder... Nee, das ist nur eine Holzpalette. Das ist nur eine Holzpalette an der Wand. Okay. Nein? Okay. Jetzt haben wir die Kreissäge an. Ich kann irgendwas aufsammeln, was ich da sägen kann. Aber was? Ich kann irgendwas zersäbeln. Was können wir da reinschmeißen? Das habe ich bestimmt noch nicht gefunden. Aber ich würde jetzt mit... Oh Gott, dieser Schlüssel. Schlüssel des Todes. Ich habe mich tatsächlich ein bisschen erschrocken. So, da fehlen noch zwei Sachen. Ich würde jetzt gern einmal die Kette in der Küche durchschneiden, wenn das geht. Und die Toilette würde ich gerne ausprobieren, ob ich die auch durchkriege. Hatte ich noch irgendwo Ketten? Ich glaube, das ist die einzige bis jetzt, ne? Aha. So, was haben wir denn hier Gutes? Na gut. Immerhin. Död. Was war denn das eben? Ein Geräusch. Hier ist nur die Tür, ne? Achso, nee, das haben wir schon fotografiert. Ja, den Camcorder will ich noch gar nicht benutzen. Da steht halt, ich soll es mir nicht anhören. Und ich bin auch neugierig, aber ich will noch nicht sterben. Also, das Haus wird definitiv aktiver. Okay, aber hier stand auch, ich soll es nicht benutzen, ne? Was soll ich denn damit machen? Schön. How many times do I have to tell you there's nobody in this house? Oh. I'm done with your bullshit. Albert, listen to me. Just a book. A fucking book, Elizabeth. See? There's no one here. It doesn't exist. It's not real, goddammit. I know. Everything that's happening to me has something to do with it. I just
know it. It's a disease, Elizabeth. You are sick for the Lord's sake. I'm not sick. You'll end up losing your mind if you don't cut the crap. That book has nothing to do with it. I wish you stopped acting like a child. Stop hiding our stuff and take your goddamn pills. Jesus! Do you think it's normal? Do you think pupils vanish like dust? I'm telling you that fucking thing is what's causing enough, this for me! Enough, Elizabeth! Stop acting like a 10-year-old and go to bed! Albert! Everything started the day we brought that fucking book to this house! It's a disease, Elizabeth. If you don't believe me, I will leave this place. I'm done. And I'm taking Johnny with me. We are not staying here! Wait a minute. This is way too much. You're paranoid, Ellie. It's 4 a.m., Elizabeth. You should just go back to bed before we wake up Johnny. Come on. We can talk about this now. You're gonna regret this. You'll end up all alone. Just you and your stupid fucking clock! Gut, der Gut. Seid ihr alle doof? Muss ich jetzt hier raus? Also der gute Johnny, nee, Johnny hat ja geschlafen. Der gute Opa hier, der war ja sehr verständnisvoll gegenüber seiner Frau. Einfühlsam, ne? Haben sich ein bisschen gestritten leider. Sie hat's halt nicht verstanden, ne, dass er da voll hinter ihr steht. Nur auf seine Art. Oder er war natürlich vom Dämon besessen. Jetzt habe ich hier Paranoia, dass ich hier nicht mehr alleine bin. Wieso durfte ich das hören? Okay, sie soll ihre verkackten Pillen nehmen und alles ist cool. Alles ist normal. Sieht auch voll normal aus, die Hütte. Ja gut, wer weiß, wie es früher aussah. Aber trotzdem. So, jetzt, ich will mal gucken. Nee. Okay, ich habe also immer noch nichts, was ich da reinpacken kann. Ich weiß nicht, wofür der Stein gut ist. Mensch, jetzt bleib doch mal offen, Kollege! Frühstabber. Was haben wir denn jetzt Cooles Neues gefunden? Also wir haben einmal den Stuhl, den könnten wir noch fotografieren. Wir können das Tape noch hören, was wir nicht hören sollen. Aber wir sollten auch die Toilette nicht benutzen, also... Hammer. Das ist ja Hammer, Luca. Was hast du denn da gemalt? I don't remember drawing any of these. Ja, okay. Am I going insane? Ich muss nachdenken, Luca. Gut, also wir haben hier... Oder soll ich so einen Stein hier rauflegen? Weil sie da... Wurde sie vielleicht damit erschlagen? Kann ich da alles rauflegen? Nö. Skurril. Ja, jetzt muss ich mal ein bisschen auf die Holzdielen achten. Kann ja sein, dass wir irgendwo noch eine rausbrechen können und ich habe das noch gar nicht gesehen. Vielleicht auch hier drinne? Nee. Komme ich jetzt in den Uhrenraum? Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ich habe jetzt diese Filmsequenz gehabt, so up to the next level quasi. Wieso knallen denn hier überall die Türen? Der zieht, das ist doch nicht normal. Ist immer noch zu. Ich bekomme den Safe noch nicht auf. Also beide. Ich bekomme die Tür noch nicht auf. Ah.
Geht das jetzt wieder oben weiter? Eben war der Keller, aber der Keller war wegen der Crowbar. Dann passiert immer noch nichts. Ja, das haben wir jetzt geplündert. Kann ich die Uhren aufmachen? Mithilfe der Brechstange. Oder... Nein? Nein. Ich glaube, da bleibt mir nichts anderes übrig. Ich muss gleich dieses Tape hören, was ich nicht hören darf. Okay, das ist immer noch der Raum. Oder im Badezimmer vielleicht noch was übersehen. War noch was in der Toilette? Also ich bin eigentlich der Meinung, wir hatten, wenn ich mich nicht täusche, keinerlei weitere Hinweise hier. Also offene Dielen oder irgendwas. Hier ist ja auch überall Teppich. Ja, wir haben nur eine Brechstange. Wieso können wir denn nicht einfach die Türen aufbrechen? Das wäre zu simpel, ne? Auch nicht. Aber wofür ist dieser komische Stein? Ein Stein mit einem Griff dran. Hier war das Foto. Das muss ich mal überlegen. Da passiert auch nichts mehr. Was ist eigentlich mit dem hier? Da hing ja auch mal ein Bild. Das können wir halt nur mit der Zahlenkombi machen, genau wie den hier. Und die Zahlenkombination habe ich, bin ich der Meinung, noch nicht gefunden. Aber das ist genau wie dieses blöde Amulett. Ich weiß ja, wo das ist, aber ich konnte es nicht. Vielleicht kann ich es jetzt nehmen. Könnt ihr einfach nochmal gucken gehen? Schadet ja nicht, ne? So. Dad's room. Ja, ja. Abgeschlossen. It's locked. Die Tür ist zu, Egon. Auch zu. Man könnte sie mit einer Brechstange aufhauen, aber so kriminell sind wir nicht. Wir könnten ja noch Omas Haus kaputt machen. Noch irgendwas hier im Klo? Da hätte ich gar nicht nochmal reingucken sollen. Das habe ich vorhin gar nicht gesehen. Widerlich. Nee, hier steht ja, blaue Knie sind real. Blaue Knie. Aber es sagt mir so auch nichts, ne? So, hier haben wir nochmal so einen persönlichen Gegenstand. Aber wir können ihn nicht nehmen. Noch nicht oder generell nicht? Das Rätsels Lösung ist irgendwo hier. Und wir haben ja die Kreissäge. Das heißt, wir können irgendwas darüber schieben. Aber was? Also Schädel und Schlüssel. Nee, was waren das? Ein Ring? Schädel und Ring haben wir ja schon bei Maria raufgepackt. Das heißt, der ist es nicht. Dann bleibt mir nur das Tape. Ja, ich auch. Du kannst mir vertrauen. Noch bin ich nicht ganz besessen.
think. And I know I don't have much time left. That fucking thing. Schon wieder die blauen Knie. Right behind me. Singing that fucking song. Over and over and over and over. Ich möchte ein Glücksbärchen sein. Oh, Boonies is behind and will find what he's been looking for. God. For so long, so. All alone, where he belongs. Oh, Boonies is behind and will find what he has been looking for. Uh-huh. The kitchen where he's written this song just for you. Küche. Okay, ich muss schon zugeben, das war dezent creepy. In der Küche ist überall dieser so nice, having both houses connected. Song. We were able to have breakfast with Grandpa every morning. Ja. Gut, aber wofür ist das Bild gut? Ich kann es angucken, aber es bringt mir halt nichts. Bis auf, dass er da ein bisschen über seine Vergangenheit quatscht, aber das war ich nicht. Lass die Schotten auf hier. Ihr müsst das Bild sehen, das beruhigt mich. Okay, das stand überall in der Küche. Blaue Knie? Oder geht das jetzt echt nur um diesen komischen Song? Das verwirrt mich. Ultra clean ist cleaner als clean. Es ist ultra clean. Macht ihre weiße Wäsche noch weißer. Ja, ich finde hier halt aktuell nicht allzu viel, ne? Ja, war das ein Tipp? Nö. Gut, dann mach die Schotten mal auf. Hier ist nix. Blaue Knie, Küche. Kakilaken. Kakilaken haben wir hier gar nicht mehr so viele, ne? In der Küche. Ich habe irgendwo einen Tipp hier. Kein Tipp für mich. Cool. Okay, was könnte... Was könnte jetzt noch offen sein? Holzdielen. Haben wir geguckt, waren eigentlich keine mehr. Irgendwas, wo wir mit der Brechstange vielleicht noch arbeiten können, was wir vorher nicht konnten? Ich bin mir nicht sicher, ob ich irgendwas vergessen habe, wo ich vorher nicht rankam und was mir jetzt halt nicht mehr einfällt. Blaue Knie. Ist auch so ein blaues Tuch. Und Tabletten? Aber das war's nicht, ne? Hallo? Was könnte ich denn noch vergessen haben? Also aus dem Keller komme ich gerade. Da wollte ich jetzt eigentlich nicht direkt wieder runter. Da komme ich nicht rein. Hier ist nichts und der Fernseher ist schon wieder an. Aber auch dort passiert nichts. Ich dachte, vielleicht kommt da noch irgendwas Neues. Blaue Knie sind real.
und die hat halt von der Küche gequatscht, ne? Aber da ist nix. So, hier hast du nur diese Doodlebox. Was bei dem Spiel so richtig schlimm ist, erst kommt diese ewig lange Ruhephase, der Puls kann runterkommen, man entspannt ein bisschen, ne? Und wird dadurch auch wieder anfälliger für diese scheiß Jumpscares und dann zerdeppert dich das richtig. Bis ich da angekommen bin, ist doch schon wieder zu. Das ist halt so mega perplex irgendwie. Dann läufst du hier rum, hast überhaupt keine Angst und plötzlich kommt Oma wieder. Und drei Schlüpper später ist wieder Ruhe drin. Aber was kann ich denn noch machen? Hier drin war auch nichts außer dieses blöde Foto. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das war wieder hinter mir. Ja, irgendwie ist immer alles hinter mir. Ich bin die Spitze. Gute Frage, Banane. Ich weiß nicht, wie wir weiterkommen. Entweder doch oben. Ich gehe noch mal auf den Dachboden in diese komische Kammer. Keller gehe ich nicht von aus. Da komme ich gerade her. Hier war auch nichts weiter. Ja, die Holzdiele haben wir hochgenommen. Hier drinnen habe ich jetzt nichts gesehen. Hier ist auch keine Holzdiele offen, wo was versteckt sein könnte. Und diese komischen Uhren, die können wir halt nicht aufbrechen, ne? Ich bin der Meinung, wir hatten doch irgendwo noch eine Kette, oder? Küche, Küche, ist alles offen. Schnauf doch nicht so, Egon. Wir haben da zwar so eine kleine Kakerlake, aber... Nö, nichts Besonderes, ne? Skurril. Na gut, Freunde der Nacht. Wir machen für heute erstmal Sense. Nächstes Mal wird weiter gerätselt. Es muss ja irgendwie weitergehen. Mir fehlt ja auch noch die Zahlenkombination für diese kleine Luke. Ich muss irgendwas scheinbar schon finden können. Für die Kreissäge gehe ich von aus. Zwei Opfergaben fehlen uns noch und ja, die Safes haben wir auch noch nicht geöffnet. Etliche Türen sind noch zu. Da machen wir aber das nächste Mal weiter. Da rätseln wir zusammen das nächste Mal weiter. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Habt euch vielleicht auch das ein oder andere Mal erschreckt. Lasst doch gerne einen Kommentar da, ob es so war oder nicht. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.